Wenn jemand kommt und sagt, ich denke, ich habe das Coronavirus, was machen Sie dann? Ist das überhaupt schon passiert bei Ihnen? Ja, habe ich auch schon gehabt. Patienten, die Halsweh hatten, starke Halsweh, ruhig, kann man sagen, und beginnenden Husten. Ich habe gesagt, den Test machen wir nicht, weil ich ihn für unsinnig halte. Dann sind die nach Hause. Ich habe ihnen gesagt, bleibt zu Hause, bis ihr gesund seid. Und dann haben die aber Druck gekriegt von ihrem Arbeitgeber. Die arbeiteten nämlich am Universitätsklinikum. Sie sollten sich testen lassen oder zumindest sollten sie gucken, ob sie Influenza haben. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Dann komm her, dann machen wir einen Influenza-Abstrich. Und der war tatsächlich positiv. Die hatten also Influenza A. Und zwar offenbar dann die ganze Familie und auch noch Freundeskreise. Also die hatten sich tatsächlich vom Skilaufen eine Influenza A mitgebracht, was eine harmlose Erkrankung ist. Dem Mädchen ging es schon deutlich besser wieder, als sie hier war. Und nun hatte das Kind endlich einen Namen und alle waren beruhigt. Und wir haben den Corona-Test ausgelassen. Möglicherweise wäre er positiv gewesen. Also an der Geschichte sehen Sie schon, dass dieser Test sehr unzuverlässig ist. Das ist ein PCR-Test, also ein Test auf PCR-Basis, wo falsch positive vorprogrammiert sind. Aber davon kann man ja jetzt nicht Deswegen. ausgehen beim Corona, dass alle mittlerweile 160.000 positive Tests fehlerhaft sind. Nee, aber die Hälfte könnten fehlerhaft sein. Also bei PCR-Testen ist es häufig so, dass die falsch positiv sein können. Müssen wir mal den Professor Gigerenzer in Berlin dazu fragen, zu dieser Testproblematik. Die sind sehr sensitiv, diese Teste. Das heißt, wenn Sie ein Molekül von irgendwas haben, kann der schon positiv reagieren. Das heißt ja nicht, dass der Patient dann krank ist. Das heißt noch nicht mal, dass er das Coronavirus tatsächlich hat. Das wird ja nie isoliert, sondern man verlässt sich voll und ganz auf diesen Test. Also im Moment scheint es ja doch so, dass die Mortalitätsrate sehr viel höher ist. Oder sehen Sie das anders? Nee, das ist so, das können wir im Moment noch gar nicht sagen, wie hoch die Mortalitätsrate tatsächlich ist. Dazu brauchst du noch wesentlich mehr Teste und wesentlich mehr Erkrankte oder Gestorbene. Ja, Wie das ist das ist noch denn viel zu bei... früh. Aber die Panik, die sich gerade verbreitet, die beruht ja im Wesentlichen eigentlich auf Mitteilungen aus Italien. Und man weiß ja heutzutage nicht, wie viel auch Fake-Mitteilungen da sind. Ich habe italienische Ärzte gesehen, die sich da im Internet verbreitet haben. Da habe ich ganz dringenden Verdacht, dass das so nicht stimmt, was sie da erzählen. Vielleicht sollten wir von Zahlen sprechen. Also wenn man jetzt hört, 20.000 Erkrankte in Italien, hört sich das für uns als Laie nach sehr viel an. Andererseits, vielleicht haben Sie ein paar Zahlen parat. Wie viele Menschen erkranken jedes Jahr an der Grippe, an der saisonalen? Wissen Sie Naja, das? Also es wird jetzt in so, das sind ja Deutschland? auch wilde Schätzungen, sind 25.000, nicht? So nach Robert-Koch-Angaben. Diese Zahlen werden ja auch auf eine merkwürdige Weise ermittelt. Da wird ja einfach die Sommermortalität von der Wintermortalität abgezogen. Und was dann übrig bleibt, das wird so als Influenza geschätzt, mitgeteilt den Menschen. Ja, dass also 25.000 Tote an Influenza jährlich hier sterben. Das sind natürlich auch eine Vorgehensweise, die man hinterfragen kann. Also, Influenza testen wir normalerweise nicht. Bei einer Grippe gehe ich klinisch vor. Wenn der Patient klinisch krank ist, dann wird er nicht behandelt. Der geht dann nach Hause und mit der Auflage, sich auszukurieren. Möglichst ohne Behandlung, wenn es tatsächlich ein viraler Infekt ist. Ich bin Kliniker, ja. Und ich sehe wirklich keine neue Erkrankung am Horizont. Es gibt, wenn Sie den Test wegnehmen würden, dann wäre das Leben wie vorher. Dann würde hier überhaupt nichts zu sehen sein. Einer verstärkten Sterblichkeit oder Mortalität oder Erkrankungshäufigkeit ist überhaupt nichts zu sehen. Ist überhaupt nichts los im Moment. Im städtischen Krankenhaus haben sie jetzt 20 Intensivmedizinbetten aufgebaut und warten jetzt händeringend auf die ersten Opfer. Ja? Da wird nichts kommen. Da bin ich ganz sicher. Sicher? Ja, ganz sicher bin ich da. Solange wir hier nicht anfangen zu behandeln, da können wir ja gleich drauf kommen, dann auf den Behandlungsansatz. Ich habe ja dann im Lancet gelesen, Eine Medizinzeitschrift. The wie, Lancet ist eine Medizinzeitschrift, also das eine ist die Fachzeitschrift. medizinische Zeitschrift, was da drin steht, ist eigentlich Gesetz sozusagen. Ja. Und da bin ich drüber gestolpert, über eine Kasuistik von einem Patienten, von einem 50-jährigen Patienten, der an Corona erkrankt ist. Bei dem Patienten ging das los mit Husten, Schüttelfrost, Fieber, Erschöpfung und Shortness of breath, also schlecht Luft.
Atemnot, ja. Und die Behandlung erfolgte mit Hochdosis Methylprednisolon, also Hochdosis Cortison. 600 Milligramm Cortison sind das. Moxifloxacin, das ist ein sehr hartes Antibiotikum aus der Gruppe der Caspase-Hemmer. Zusätzlich noch Lipunavir und Ritonavir, das sind beides Nukleosidanaloga und Protease-Hemmer aus der AIDS-Therapie. Ziemlich toxische Sachen. Und das Ganze noch mit Interferon versehen, das auch ein Virostatikum bzw. Immunsuppressivum ist. Das ist auch, hat auch immunsuppressive Effekte. Und dann zum Schluss noch mal ein Breitbandantibiotikum darüber geschüttet. Und das führte dann dazu, dass der Patient gestorben ist. Ein 50-jähriger Patient. Also nicht die Risikogruppe, keineswegs. Nee. Das heißt, diese Behandlung hat jetzt das Immunsystem von diesem Mann. Aus meiner Sicht ist diese Behandlung ein Kunstfehler und hat den Patienten umgebracht. Warum hat man das gemacht? Aus Angst wahrscheinlich. Weil er Luftnot hatte, hat man ihm Cortison gegeben. Nach Cortison geht es einem erstmal besser, weil die Entzündungsantwort ausgebremst wird. Das ist ein Lymphozytenkiller, Cortison. Da schwillt alles ab, die Lymphozyten werden vernichtet. Das ist aber gleichzeitig die Abwehrreaktion, die man damit unterbindet. Das Fieber geht runter, dem Patienten geht es vorübergehend besser, er kriegt ein bisschen besser Luft, aber es kann dann letal ausgehen, wie in diesem Fall zu sehen. Heißt das, dass das jetzt so das Muster ist, wonach man in Italien behandelt? Ich fürchte das. Ich bin nun nicht da in Italien und kann auch nicht die Krankenakten einsehen. Aber wenn sowas im Lancet steht, als ein Paradebeispiel, oder? Als Paradebeispiel, auch wenn es ungünstig ausgegangen ist, vermute ich, dass die Ärzte nach genau so einem Schema dort unten auch vorgehen. Und das ist die eigentliche Gefahr, die jetzt droht, dass die Ärzte nach diesem Schema oder nach solchen Schemata vorgehen und die Leute durch die Therapie sozusagen dadurch eine höhere Letalität erzeugen. Und sofort wirkt das Ganze wesentlich bedrohlicher. Auch was die rechtliche Seite angeht, sie sind immer auf der sichereren Seite. Wenn sie alles machen und der Patient hinterher stirbt, haben sie keinen Fehler gemacht. Während wenn sie nichts gemacht haben, der Patient stirbt hinterher, dann haben sie ein Problem. Das heißt, wenn man überdosiert... Da sind die Politiker übrigens in der gleichen Lage. Ne? Deswegen agieren die auch so überschießend, weil die ihren Posten ganz schnell loswerden, wenn sie zu wenig gemacht haben. Wenn sie alle Maßnahmen durchziehen, so wie es jetzt gemacht wird, dann haben sie alles richtig gemacht. Da haben sie die Epidemie, die nie da war, haben sie erfolgreich eingedämmt. So, da kommt man auch hin wahrscheinlich. Und ihnen kann keiner an ihren Stuhl. Und Spahn wird Bundeskanzler.